Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trains and World hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Wir fahren heute von Gemünden am Main bis nach Aschaffenburg auf der Main-Spessart-Bahn und das Ganze mit einem recht besonderen Zug, weil heute steht eine Überführungsfahrt bevor und zwar von Doppelstockwagen. Ja, wir stehen jetzt hier gerade schön am Bahnhof, ne, wie wir sehen, und haben vor uns ein paar schöne Werbetafeln und einen Fahrkartenautomaten. Und das Ganze ist ein bisschen aufgehübscht worden durch ein kleines herunterladbares Paket aus dem Railsim Forum. Also wer will, kann da gerne mal nachschauen. Da gibt es auch ein paar Repaints inzwischen für die Lokomotiven. Also so kann man noch mal ein bisschen Farbe reinbringen. Ist ganz nett, das nur so als kleines bisschen vorweg, sage ich mal. Jetzt bewegen wir uns auf jeden Fall mal zu unserem Zug. Weil der steht hinter uns. Da. Da steht er. Ja, müssen wir jetzt erstmal hingehen. So, da ist auch eine schöne Unterführung hier tatsächlich. Bisschen farbenfroher, zwar nicht barrierefrei, aber naja. So. Ja, ich hoffe mal, dass die Fahrt jetzt besser verläuft als in der letzten Folge. In der letzten Folge war es ja ein bisschen doof mit dem roten Signal. Vielleicht hätte ich noch warten sollen, noch länger. Aber das war irgendwie alles ein bisschen komisch. Naja. Aber vielleicht sehen wir jetzt die ganze Strecke. So, hier steht auf jeden Fall unser Zugpferd für die heutige Fahrt. Und zwar eine Baureihe 185 im Railion Logistic Look. Und dahinter ein Güterwagen. Dann kommen vier jetzt werde ich hier weggeschubst. Dann stehen hier noch in der Reihe vier Doppelstockwagen, die gerade frisch, ja, aufgefrischt wurden. Dann kommen wieder zwei Güterwagen. Dann wieder vier Doppelstockwagen und dann wieder ein Güterwagen. Ja. In der Regel sieht man das ja tatsächlich auch so bei Überführungsfahrten, dass immer Güterwagen dabei sind, weil da können ja so Ersatzteile und sonst was mit dazu packen und ja, somit das Ganze für die Überführung fertig machen. Es fährt hier, glaube ich, gerade ein Zug ein, ja, auch mit einer Baureihe 146. Ist ganz schön, Baureihe 146, sogar mit Zugzieheranzeige, genau, nach Würzburg Hauptbahnhof. Und man sieht jetzt tatsächlich dann auch, genau, da hinten steht noch eine Baureihe 146, hier steht unsere Baureihe 185. Und man sieht hier tatsächlich auch ab und zu mal dann eine Baureihe 143. Also das heißt, es kommt langsam Abwechslung rein. Ja. So, junge Dame. Ich muss hier mal kurz runter. Genau, hier haben wir so eine schöne Trittstufe. Schauen wir mal kurz links und rechts. Weil wir wollen ja hier nicht unschön enden. Ja. Und somit fahren wir mal was Besonderes, was die Trainspotter unter euch wahrscheinlich sehr freuen wird, ne? Es gibt ja lustige Zugbildungen, gerade so Fahrten, wo es dann darum geht, quasi Züge zum Schrott zu fahren. Das ist zwar meistens traurig, aber die sind dann meistens ganz wild zusammengewürfelt. Ja, so. Ja, die Umgebung hier kennen wir ja schon. Baureihe 185 sind wir ja bereits schon gefahren. Jetzt müssen wir erstmal hier Batterie-Steuerschalter betätigen. Damit wir halt Saft haben. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal die Bremse aufladen. Genau. Jetzt sehen wir hier, Kompressor läuft. Es wird hier schön Druck erzeugt, allmählich in der Leitung. Müssen wir kurz drauf warten. Können wir auch schon mal so Sachen wie das Zugspitzensignal einschalten. Na, das war die falsche Einstellung. So. Nee. Jetzt ist er wieder zurückgegangen. Achso, wir haben ja noch keine Richtung ausgewählt. Okay. Das erklärt's. Wir können auch schon mal hier SIFA und PZB natürlich aktivieren. So. Jetzt haben wir genügend Druck. Passt. Können wir jetzt mal auf die Vollbremsung gehen. Das war zu viel des Guten. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal hier langsam startklar. So. Jetzt sind wir, glaube ich, auch schon abfahrbereit. Ja, genau, jetzt nochmal einmal kurz hier die Bremsen lösen. Ja, jetzt will das Szenario wieder, dass ich da, So, jetzt aber. Ja genau, das Szenario hatte noch nicht verstanden, dass ich schon hier so weit abfahrbereit bin. Aber jetzt kann es wirklich losgehen. Also, Bremsen lösen. Ne? Eigentlich müssen wir jetzt nochmal kurz nach hinten gehen und gucken, ob wirklich die
ja, Bremsleitung durchlässig ist, ne, die Hauptluftleitung. Ob da hinten Druck rauskommt, einmal kurz Ventil auf und wieder zu, aber das ersparen wir uns jetzt. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, Abfahrt. Ja, okay. Habe ich den... Ja, passt alles. Nee, passt nicht alles. Ja, die Bremse sollte man natürlich schon lösen. Jetzt können wir nämlich erst losfahren, weil mit angezogener Parkbremse fährt es sich natürlich recht schlecht. So, und jetzt geht es endlich los, beziehungsweise angezogener Feststellbremse. Und jetzt geht es los hier aus Gmünden. Schön grün ist es hier, tatsächlich. Gefällt mir. Ja, auch ein netter Bahnhof irgendwie. Da rechts noch eine 146er. Sehr schön. Ja, interessante Fahrt auf jeden Fall mit einem interessanten Zug. Das finde ich auf jeden Fall schön, weil das ist so ein Szenario, wo ich sage, ja, das ist was Besonderes. Es gibt ja den Fahrplanmodus, den wir auch in der letzten Folge gefahren sind. Aber wenn die Szenarien, also, nett sind, sage ich mal, dann ist auch nicht so schlimm, dass es ein paar wenige sind, sage ich mal. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein besonderes Szenario fahren, wo wir hier so einen Güterzug anschieben. Da bin ich auch mal drauf gespannt. Weil wir sind hier auf der Main-Spessart-Bahn und da sind ja ordentliche Steigungen drin, weil wir haben hier den alten Verlauf drin. Ne? Weil die Main-Spessart-Bahn wurde jetzt, soweit ich weiß, da eben ein bisschen modernisiert im Jahr 2017. Und da hat man eben das alles ein bisschen optimiert, sage ich mal. Und wir fahren jetzt hier auf der alten Streckenführung und haben hier dementsprechend noch schöne Steigungen drin. Aber das finde ich gar nicht schlimm, dass hier der alte Stand dargestellt wird, weil das gibt dann nochmal ein bisschen Abwechslung. So, und da wir gerade beim Thema Abwechslung sind, da kommt uns was Grünes entgegen. Ja, das finde ich auch, ist eine sehr schöne Sache, weil ich habe nämlich jetzt ein Repaint installiert und zwar für die DB-Baureihe 185. Wir fahren ja die Railion-Baureihe 185, es gibt ja zwei Versionen inzwischen. Und die DB-Baureihe 185, die hat von mir jetzt einfach dieses Repaint bekommen. Und jetzt sehen wir sogar beide Lokomotiven vereint. Also einmal im regulären Railion-Look und einmal im rein Logistik-Look. Finde ich schick. Auch wenn das Grün gewöhnungsbedürftig ist von rein Logistik. So. Ist das schön. Ja genau, zum Thema Steigung sieht man ja schon hier, ne, Güterzug mit zwei Lokomotiven vorne dran, also ja, und hier sehen wir übrigens auch die neuen Autotransportwagen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Was ich tatsächlich ein bisschen, was mir nochmal bewusst geworden ist, was ich ein bisschen schade finde, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht immer so wahnsinnig realistisch unterwegs oder so, aber ich kenne auf jeden Fall viele, mich inklusive, die es freuen würde, wenn man so ein paar mehr Informationen bekommen würde. Also zum Beispiel sowas wie Bremshundertstel, weiß jetzt gar nicht, ob man sich das hier anzeigen lassen kann, beziehungsweise irgendwo auslesen kann, weil das wäre zum Beispiel nochmal irgendwie ein Stückchen realistischer und spannender dann. Weil dann würden wahrscheinlich noch ein paar Leute sich noch mehr freuen über die Simulation, weil sie noch mehr in die Tiefe geht. Allerdings ist das auch wieder so eine Sache, weil das muss ja wirklich dann auch stimmen, wenn man schon diese Zielgruppe anspricht. Und das ist halt dann schon ein bisschen diffizil, ne? Weil jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, wie viele Bremshundertstel wir haben. Das könnte ich mir jetzt theoretisch allerdings ausrechnen. Ich könnte jetzt von Wagen zu Wagen gehen oder kurz im Internet oder sonst wo nachschauen, wie viel Bremshundertstel die ganzen Fahrzeuge haben, die wir hier hinten dran hängen haben. Und dann könnte ich mir das selber ausrechnen. Also ist theoretisch schon möglich.
So. Das ist nett hier mit so einem Tal, ne? Auch die Häuser und so, das sieht schon alles schick aus. Und hier fahren Autos tatsächlich. Das wird positiv aufgefasst tatsächlich, dass hier Autos fahren. Weil es war bisher, glaube ich, nicht so wirklich der Fall, weil es war relativ wenig Leben drin. Und so ist das Ganze nochmal ein bisschen dynamischer. Oder lebensfroher. Oh, wir haben gar kein Zugspitzensignal an, fällt mir gerade auf. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt aber. So. Ja, ich dachte, das wäre eigentlich schon an. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, Kilometertafeln sind auch wieder mit dabei. Das heißt, theoretisch, wenn man sich hier einen Buchfahrplan schnappen würde von der alten Strecke, wenn man den irgendwo findet, dann kann man hier rein theoretisch auch tatsächlich realistisch fahren und einfach nach den Kilometerangaben schauen. Sehr schön. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal hier dann auch wieder eine andere Lok sehen. Also zum Beispiel die grüne Baureihe 185. Ja, für die Baureihe 185 gibt es übrigens inzwischen echt viele Repaints. Verschiedenste Art. Verschiedenste Farben. Das ist echt eine nette Sache. Für die Baureihe 143 das gleiche. Ja, und wenn man jetzt noch den Talent 2 hier irgendwie integrieren könnte oder so, das wäre schon echt alles ziemlich schick. Es wird langsam was. Ja. Also wie gesagt, es gilt auch hier wieder gerne eure Meinung rein in die Kommentare. Interessiert mich, interessiert wahrscheinlich auch andere. Weil das ist halt, wie gesagt, wieder was Neues. Es wird langsam mehr und ja, ich bin einfach weiterhin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde, langsam hat man so das Gefühl von Vielfalt. Wie gesagt, jetzt haben wir hier 3 Lokomotiven, die hier rumfahren. Das ist schon mal was. 3 Lokomotiven und 4 Lokomotiven eigentlich so, weil die eine ist ja normal, also beziehungsweise 3 Lokomotiven eigentlich, aber eine dann in unterschiedlichen Repaints. Das mit den Repaints, beziehungsweise generell mit den Add-ons und so, finde ich echt gut. Weil man kann die ja einfach integrieren. Also wirklich einfach integrieren. Und zwar lädt man sich was runter und packt es einfach rein. Bumm, fertig. Es wird einfach nur in einen Ordner reinkopiert und dann ist es im Spiel drin. Wenn man das nicht mehr haben möchte, dann löscht man das einfach wieder. Das Problem bei der Sache ist, man überschreibt nichts, aber es wird halt nur ausgetauscht. Das heißt, man kann entweder das Repaint haben oder die Standardversion. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ich bin generell mal gespannt, wie das mit dem Szenario-Editor wird. Also der muss jetzt auch irgendwie, finde ich, langsam mal kommen, weil ich bin total überzeugt davon, dass man hier, wenn man da kreative Köpfe dran setzt, richtig gute Szenarien hinbekommt. Also wirklich richtig gute. Also so, wo man dann auch sagt, so ja, das Rumlaufen ergibt einen Sinn. Da freue ich mich drauf. Sifa, Sifa. So. Ich glaube, eigentlich dürfen wir tatsächlich hier sogar schneller fahren mit dem Zug, weil wir haben echt ja, einen guten Zug eigentlich. Also es ist jetzt kein schwerer Güterzug oder sowas. Die Doppelstockwagen und dann noch die insgesamt 4 Güterwagen. Ja, dürfte jetzt nicht so krass sein. Fährt sich auch ganz gut. Bockt schon. So, links haben wir jetzt Wasser. Gut, das Wasser sah jetzt nicht so schön aus, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar,
Zumal hat man gerade aus dem Winkel gesehen, dass es, also extrem gesehen fand ich, dass es eine Textur ist, aber naja, auf der anderen Seite Wasser. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Wasser auf Maximum habe, aber ich glaube schon. Genau, beim Flugsimulator war das, wo ich es runtergeschraubt habe. So. Das ist schon schön. Ich mag die Strecke, weil sie knackig grün ist. Wir müssen unbedingt nochmal im Winter fahren, weil ich finde, im Winter sieht das hier auch alles echt nett aus in Trainsimworld. Vor allem, wenn man so einen Wintersturm hat. Und da gibt es auch wieder hier im Railsim Forum zum Beispiel interessante Erweiterungen, wo man dann zum Beispiel mehr Schnee hat. Könnte man eigentlich auch mal ausprobieren. Überleg gerade, war das nicht? Nee. Wo sind wir denn hier? Lur! So, sehen wir auch den ganzen Zug. Übrigens auch sehr schön die Soundkulisse tatsächlich. Weil gerade dieses Scheppern, was wir jetzt gerade hören, von den Güterwagen, die wahrscheinlich nicht bzw. nur leicht beladen sind, wenn überhaupt. Dieses Scheppern ist echt schön. Naja, auf der anderen Seite muss man sagen, guten Sound hatten wir schon im Train Simulator, ne? Aber trotzdem, hier ist ein noch stimmigeres Gesamtkonzept. Vor allem, wenn wir uns das jetzt mal gerade hier anschauen. Also wie gesagt, es gibt immer noch Sachen, wo man sagt, ja okay, das sieht jetzt vielleicht nicht so zum Verwechseln realistisch ähnlich aus. Aber nichtsdestotrotz, das hat schon was. Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Ja. Und so fahren wir, und so fahren wir. Aber dass sie eine alte Strecke gewählt haben, ne? Also einen alten Stand von einer Strecke, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Weil ich meine, die Strecke lebt dann quasi in der virtuellen Welt weiter. Ah, da hat jetzt gerade eine Lok geschoben, sehr schön. Alter, das ist toll. Das finde ich schön. Das ist halt auch echt schön zu sehen, wie das Ganze arbeitet hier. Das macht schon Freude. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil jetzt gibt es ein Signal. So, wir müssen jetzt auf 70 runterbremsen. Wir sind ja nicht in der obersten Zugart. Dementsprechend haben wir hier andere Bremskurven. Ah ja, aber das ganze System ist auf unserer Seite, weil grün, freie Fahrt, weiter geht's. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen, dass wir nicht jetzt über 70 fahren, weil hier steht ja extra, ne? V-Überwachung 70 km/h. Sprich, wenn wir jetzt über 70 beschleunigen, dann gute Nacht, Zwangse. Na, wir haben wahrscheinlich einen Regionalzug vor uns. Lassen wir einfach ausrollen.
Aber so ist wenigstens was los, ne? Ist ja auch schön. Schauen wir mal um die Ecke, ob wir was sehen vom nächsten Signal. Das müsste jetzt gleich quasi schon langsam in Sicht kommen. Und dann können wir uns nämlich entscheiden, ob wir jetzt in die Eisen gehen oder ob wir sagen, ne, ah, okay. Es ist rot. Joa. Machen wir einen kleinen Zwischenhalt hier. In Patenstein. Ja, wir rollen rückwärts. Ich würde sagen, hier in Patenstein legen wir kurz einen Zwischenhalt ein und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.